Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Und zwar ist das hier die erste Folge von Horizon Zero Dawn in der neuen Wohnung, in meinem eigens kreierten Aufnahmezimmer und gleichzeitig die zweite Folge überhaupt aus dieser Wohnung, die ihr seht. Ich habe natürlich so schon ein paar aufgenommen, aber die zweite, die ihr seht, gestern war ja Forspoken die erste Folge überhaupt aus der neuen Wohnung. Und dies ist jetzt die Folge Nummer 2. Ich hoffe, dass es sauberer läuft als gestern bei Forspoken. Und ja, HDR habe ich ein bisschen was angepasst. Weil zuletzt, wie ich ja schon sagte, hatte ich ein bisschen was, verkonfiguriert, was das alles ein bisschen hat zu dunkel ausschauen lassen. Und ich hoffe, dass das jetzt... Gutes Fleisch. Genau, ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ja, Fleisch. Und wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Heute nochmal Hauptquest, Hauptstory. Wir müssen nach Schöpfers Ende... Und dort habe ich mir ein Ausrüstungslager, was wir plündern müssen, habe ich mir markiert. Alter, sieht das geil aus. Und ich würde sagen, wir holen uns ein Reittier. Ja, komm mal her. Hierher. Nice. Du wirst mir treue Dienste leisten. Ich laufe jetzt erstmal durch. Tschüss. So, ich weiß, dass wir hier auf dem Weg... Neue Quest. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass wir hier auf dem Weg... Da kommen wir an einem Banditenlager vorbei. Will ich eigentlich nicht. Komm, wir reiten da mal außen vorbei, hä? Komm, wir laufen da außen vorbei. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Oh, wie geil das aussieht, hä? Sassa. So viele Bäume. Gut, ich denke mal, die werden uns hier hinten nicht sehen, Gott sei Dank. Genau. Wir werden nach Schöpfers Ende. Um dort der Sache auf den Grund zu gehen. Komm, ich will da oben rüber. Na komm. Sehr brav. Fein. So ein Scheißwetter. Alter, das wird ja mal mehr. Eieiei. Genau, denn Olin hat uns ja gewiesen, uiuiui, hat uns ja gewiesen mal bei Schöpfers Ende. Na? Sehr schön. Nein, nein. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gut nochmal durchgekommen. Eben hat es geregnet. Guck mal, jetzt schneit es. Cool. Halt, alte Trümmer durchsuchen. Alte Trümmer durchsuchen. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwelche Sammelgegenstände waren. Wo wir gerade rein zufällig vielleicht ja auch mal ranschauen können. Aber nee. Hier ist eine verdorbene Zone. Ist alles gut.
Hier ist ein Panorama. Wisst ihr, was das hier? Das holen wir gleich mit. Das holen wir direkt mit, wenn wir schon mal hier sind. Aber als allererstes gehen wir zu diesem... Ausrüstungslager. Genau da, wo er gesagt hat. Nein. Feuerspule. Geil. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte. Oh, verdammt. Das ist der Typ, den wir, der uns da die ganze Zeit ins Ohr haucht. Alter, wo sind wir denn hier? Boah, das hast du ja mal gar nicht gesehen. Okay, aber bevor wir hier uns weiter ins Getümmel stürzen. Wird der Plan verfolgt, die Sachen gerade mitzunehmen, wenn wir schon mal da sind. Ih, was ist denn das? Wenn wir... Panzerwanderer. Ja, unbeschadet vorbeikommen? Ist das möglich? Oh, scheiße. Nein. Starker Schneefall. Hier ist keiner. Ich habe jetzt keine... Ich habe jetzt keine Kapazitäten. Achso, mal nur so zur Info. Mal so, nur so zur Info. Das hier ist die erste Folge Horizon Zero Dawn, die ich spiele seit letztes Jahr Dezember. Ich wollte es nur mal anmerken. Ist da oben das Panorama? Ja. Gut. Haben mich nicht im Visier. Ich bin sicher. Irgendwo komme ich doch hier hoch. Zumindest für ein paar Minuten. Oder? Komme ich... Ups. Ich wollte laufen. Hallo? Ich will hier halt doch nicht runterfallen, ne? Unten. Ah, hier. So. Wenn wir schon mal da sind, können wir das alles mitholen. Denn das hier, Leute, das wird ein 100... Oh, geil, Alter, hä? Der Sonnenaufgang. Schön. Abokaschitz-Turmtour, Tag 1. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Das war Ground Zero. Hier hat alles anbegann. Hier hat alles angefangen. Ich will die Kiste. Die Kiste schwebt in der Luft. Oh ja. Okay, alles klar.
Das haben wir abgehakt. Panzerwanderer-Areal. Die verdorbene Zone reinigen wir gerade nicht. Je nachdem, wie lang das hier dauert, werden wir das danach noch machen. Ansonsten machen wir das in einer anderen Folge, vielleicht sogar schon in der nächsten. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Wir ignorieren mal die Kämpfe gerade. Das ist mir gerade ein bisschen sicherer. Bin ein bisschen außer Übung. Verdorbene Zone, die ist rechts von uns. Aber ich will das Gefäß. Oh. Sehr schön. Gut. Haben wir das auch erledigt? Schöpfers Ende. So, wir müssen dorthin. Dann gehen wir da mal auch direkt durch. Scheiße! Jetzt brennt er. Sehr gut. Verdorbene Wächter. Eklipse, wie er gesagt hat. Ah, Mist, die sind jetzt auf Alarmbereitschaft, ne? Scheiße. Scheiße. Ich glaube, ich bin sicher. Okay, warte mal. Ah, Mist. Jetzt hat er sich bewegt, der Penner. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Nur noch die alten, vergraben in der Erde. Ja. Gut, okay, alles klar. Da kommt noch einer. Der patrouilliert aber, ist alles gut. Die Maschinen machen mir eigentlich keine Sorgen. Das sind halt die Penner. Die machen nämlich ganz schön Damage, ey. Diese Grabungsstellen, die sind riesig. Ob ich die abgeschossen kriege? Ohne dass hier der große Alarm losgetreten wird. Da unten sind auch noch zwei, okay. Ganz ruhig. Sehr schön. Gut, alles klar. Wir haben bisher noch keinen riesen Tara gemacht. Das ist gut. Die sind dort unten. Alter, ich höre was Großes. Okay, da höre ich irgendwas
ballern. Wer ist da? Nix. Keiner. Die Dämonen müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. Nice. Schnell holen. Die müssen wir versuchen, so lautlos wie möglich auszuschalten. Sehr gut. Ohne sehr viel Tara zu machen. Gut. Okay, warte mal. Der hat einen Lobehälter auf dem Rücken. Da hinten sind auch noch zwei, Alter. Okay. Ich wurde Vorsicht, entdeckt. Siehst du? Es ist ausgraben. Scheiße. Hier unten sind doch platt, oder? Ja. Gut, da habe ich den Lobehälter getroffen, so wie geplant. Gut, okay. Alles klar. Alles durchsuchen. Zack. Haben wir alles. Feuerpfeile müssen wir ein bisschen nachmachen. Die Scharfschützenpfeile auch. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, nun mecker mal nicht hier. Ich versuche ja schon, dass sie ein bisschen warm wird, aber ich muss trotzdem ein bisschen schauen, dass ich hier nicht plötzlich auf die Fresse kriege. Aus Vorratskiste. Alter, die siehst du so schlecht hier. Da, alte Trümmer. Okay. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Okay. Schön langsam. Der Typ, der kommt bestimmt nochmal rüber hier, oder? Okay, er läuft bis da. Dann kann ich ihn aber ranrufen. Wer ist da? Na, komm mal her. Da war jemand. So. Haben wir diesen Fall erledigt? Da hinten ist ein Verderber. Okay, alles klar. Sehr gut, der andere hat sich mit. Der andere hat sich mitbekommen, das ist gut. Da ist auch noch eine verdorbene Maschine.
Wir müssen hier echt ein bisschen vorsichtig hingehen. Also, das ist nicht ohne. Vor allem, das ist so unübersichtlich. Ups. Oh, nochmal alte Trümmer. Okay, pass auf, die sind erstmal nicht so relevant. Die sind erstmal... Hallo? Und die sind erstmal nicht so relevant. Ups, daneben. So. Okay. Haben wir neue Fähigkeiten, die ich machen wollte? Wusste ich das schon? Ducken macht dich für Feinde noch schwerer sichtbar. Ist ja eigentlich nicht verkehrt. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist? Bei Schlagangriffen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, hä? Anführerschlag, scheiße. Gut, wir brauchen 3 Fähigkeitspunkte, hilft nichts. Sehr gut, der nächste ist auch platt. Hier oben sitzen keine. Hier ist niemand. Der hat gesessen. Der Verderber ist auf der anderen Seite. Junge, mach keinen Scheiß. Wie Rust zu sagen pflegte. Geduld. Geduld, mein Freund. Scheiße. Scharfschütze. Ein Verderber. Das könnte schwierig werden. Ich bin fertig. Sie sind vor dem Schatten. Okay, alles klar. Alles klar. Rotzfrech. Rotzfrech, Alter. Bitch. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Für den Typen würde ich mir gerne das Schlachtfeld erstmal vorbereiten.
geschafft. So, hör dir mal zu, uns locken mal langsam. Ja, komm mal her. Mein Großer. Das wird dir nicht gefallen. Nice. Ja, scheiße, hä? Immer noch auf der Suche nach mir. Das kann er normal nicht schaffen. Werde ich nie mehr los. Ohne Scheiß, Vorbereitung ist alles hier auf diesem Schwierigkeitsgrad. So. Irgendwo da? Nee. Alter, was ist das? Mal gerade mit. So. Halt. Da ist irgendwas richtig Großes, ne? Uiuiuiui. Thunderheads. Boah, ist das laut. Noch eine Explosion. Untersuche die Explosion, ja. Und wenn ich nicht will? Ach du Scheiße. Schwäche, Feuer und Schock. Stärke, Verderbnis. Repetierkanone. Wo ist das? Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Repetierkanonenangriff. Kühlstäbe. Liegt frei, wenn die Maschine überhitzt. Die Zerstörung dieses Bauteils verursacht hohen Schaden und die Maschine überhitzt schneller. Okay. Der Kern ist dort oben drauf. Flammenwerfer sind dort an den Außen. Wo ist der Granatwerfer? Sehe ich nicht. Entlüftung. Alles klar, also wir haben verschiedene Angriffspunkte. Und
können die Maschine umfallen lassen. Okay. Schweres Kanonengeschütz, ja. Alter, Vater, leck mich am Arsch. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Haha, wenn ich dieses Ding nicht erledige, du bist gut. Das ist der Geschützturm. Kühlstäbe. Uiuiui. Alter, sag mal. Toll. Okay, mit Bedacht. Ach, da dreht er sich weg. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht auf. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Nein! Da kommt Rauch raus. Ob das wohl seine Schwachpunkte sind? Der muss auch weg. Nein! Alter Vater! Alter Vater, okay. Das Ding ist mega angeschlagen. Was? Die Penner. Okay, warte. Ganz ruhig. Chillen. Ich muss weg! Ich häng fest! Boah, hat er einen Lack! Schenk mir keine Beachtung. Wo? Alter, nice. Hier. Wo? Voll daneben. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Und der Typ, das Ding, war gedamaged. Das war nicht bei voller Funktionsfähigkeit. Das muss man mitbedenken. Wo war der Kultistentyp? War doch der hier, ne? Ja.
sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Da wäre der Kopf weg. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Sieht eng aus, aber ich kann mich durchquetschen. Identi-Scan wird durchgeführt. Oh, so jetzt schon wieder. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Dr. Sobeck?